Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich darf euch heute ein schönes Bike vorstellen, das Cube Phoenix in der Ausstattungsvariante SLX. Und es ist ein Mountainbike Hardtail, eines der leichtesten im Segment, würde ich behaupten. Für den Cross-Country-Bereich jetzt als Race Hardtail ausgestattet. Nur mit den leichtesten Komponenten, die es auf dem Markt gerade so gibt. Und jetzt gehe ich mal genauer auf die Details ein. Ja, verbaut haben wir hier an dem Fahrrad eine RockShox Sit SL Gabel mit 100 mm Federweg. Das sollte in dem Bereich, wo es eingesetzt wird, im Cross-Country-Bereich, auf den schnellen Kursen, wo jetzt nicht so Downhill-spezifisch sind, völlig ausreichen. Vor allem, wenn man ein bisschen leichterer Fahrer ist, wird das optimal sein. Dann kommen wir weiter zu der Schaltgruppe. Hier mal eine SRAM X Kurbel verbaut. Ich musste selber erstmal nachschauen, weil SRAM ist jetzt nicht so mein Einsatzgebiet. Ich bin normalerweise nur auf Shimano unterwegs. Aber jetzt im Mountainbike-Bereich muss man oder führt kein Weg dran vorbei. Da haben wir auch eine Carbon-Kurbel verbaut mit Einfachkettenblatt vorne, wie es jetzt so üblich ist natürlich. Mit, ich müsste jetzt lügen, so 40 Zähne, 42 Zähne, müsste man nochmal nachschauen. Und hinten haben wir eine 12-Fach-Kassette, die X0, mit 10 bis 52 Zähne. Also man kommt mit dem Teil ganz schön steile Dinge hoch. Das dürfte überhaupt kein Problem sein. In der höheren Ausstattung in dem SLT-Bereich gibt es dann den Powermeter dazu. Das ist jetzt hier nicht verbaut, aber kein Problem. Ich habe meine Powermeter Garmin-Pedale verbaut und sehe optimal meine Leistungsbereiche. Ich werde das ganze Ding morgen auf dem Wasgau Mountainbike-Marathon testen, ausgiebig. Leider ist nicht so gutes Wetter gemeldet und deswegen wird es wahrscheinlich eher eine Schlammschlacht, was mich zu den Reifen bringt. Wir haben hier Schwalbe-Reifen verbaut. Hinten ist der Racing Ralph verbaut für optimalen Grip, um schön voranzukommen. Also mit viel Querrillen drin im Profil. Und vorne haben wir den Racing Ray, was mehr abzielt für die Kurvensicherheit und die Downhill-Sachen, da die Außenstollen da ausgeprägter sind in dem Reifen. Und werkseitig wird das Ganze ausgerüstet mit TPU-Schläuchen von Schwalbe Aerotan. Was ich an dem Ding ändern würde, wäre natürlich gleich auf Tubeless umzurüsten, weil davon bin ich einfach ein Freund. Ja, von dem ganzen Erzählen hier, da kriege ich einen ganz trockenen Hals. Muss erstmal einen schönen Schluck Wasser nehmen. Ja, so, wie komme ich überhaupt zu dem Fahrrad? Wie komme ich überhaupt dazu, ein Fahrrad zu bekommen, einfach um mal an einem Mountainbike-Marathon teilzunehmen und das zu testen? Ein großer Dank geht an Multicycle, die mir das Bike hier zur Verfügung stellen für eine Woche und ich das ausgiebig auf dem Wasgau Mountainbike-Marathon testen darf und auch nächste Woche noch ein paar Flowtrails hier in der Nähe von Mosbach schön runterheizen darf. Auch danach werde ich euch ein paar Sachen erzählen, was mir an dem Bike gefällt, was mir vielleicht nicht gefällt, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt bisher 300 Meter damit gefahren und dann werde ich euch einen kurzen Testbericht oder ein Review geben. Auch super fein gelöst. Hier auf dem Lenkkopf eine Anschraubstation für den Garmin. In dem voll integrierten Cockpit Lenker-Vorbaueinheit. Optimal. Schön clean Optik. Nur noch die Bremsleitungen, wo dann in den Steuerkopf eingelenkt werden oder an der Gabel runtergeführt werden zur Vorderradbremse. Und natürlich der Lock für die Vordergabel. Auch hier schön zu sehen, die schöne cleane Optik von dem Rahmen mit integrierter Sattelstützenklemmung. Was man noch nachrüsten kann, wofür es vorbereitet ist, ist eine versenkbare Sattelstütze. Würde ich auch, glaube ich, machen bei einem Hardtail, bietet sich das ganz gut an. Guten Morgen, Leute. Kurz vor 7:30. Ich bin seit gut einer Stunde, ein paar Minuten unterwegs. Ich fahre heute in die Pfalz
zum Wasgau Mountainbike-Radmarathon. Und da stehen jetzt knapp 90 Kilometer mit 2000 Höhenmeter auf dem Programm. Ich bin mal gespannt, wie die Lage dort so ist. Bei uns zu Hause hat es die ganze Zeit geregnet, die letzten Tage. Somit waren die Waldwege und die Trails noch ziemlich schlammig, matschig und rutschig. Bin mal gespannt, ob das hier genauso ist. Und ja, die Temperaturen sprechen jetzt nicht gerade für sich. 3,5 bis 4 Grad habe ich hier so unterwegs. Gut, bis zum Start sind noch 1,5 Stunden, aber schauen wir mal, was das wird. Hallo von der Mauer hier oben. Ihr seht einen schönen Ausblick, wie ich auch. Ich genieße hier ein bisschen die Ruhe und würde euch gerne mal zu diesem schönen Fahrrad etwas erzählen, nämlich mein Fazit. Ich habe das jetzt knapp eine Woche testen dürfen. Auf dem Wasgauer Mountainbike Marathon habe ich das getestet, ausgiebig. Und auch jetzt hier auf meinen Heimstrecken im Wald. So, jetzt erzähle ich euch erstmal, wie der Mountainbike-Marathon überhaupt abgelaufen ist. Ich bin dorthin gefahren, morgens um 6 Uhr gestartet, angekommen, 1 Grad. Und ich habe mir gedacht, oh, das wird eine frostige, wilde Angelegenheit. Und meine Befürchtungen, dass es dort noch sehr matschig ist, weil es die ganze Woche geregnet hatte, haben sich bewahrheitet. Somit waren die ganzen Steine, die Wurzeln, die waren alle feucht und es war eine einzige Rutschpartie auf dem Ding. Ich bin jetzt nicht der beste Mountainbike-Fahrer, weil ich einfach hauptsächlich auf dem Rennrad unterwegs bin und im Jahr vielleicht 500 Kilometer oder 1000 Kilometer auf dem Mountainbike abspule, da ein bisschen meine Skills verbessern möchte, auch über den Herbst, Winter immer mal wieder. Aber ich bin einfach nicht der beste Mountainbike-Fahrer. Davon mal abgesehen. Was ich aber zum Bike sagen kann, bergauf eine Maschine, da gibt es fast gar keinen Vergleich. Das Ding wiegt knapp über 8,5 Kilo in der Top-Ausstattung. Und so wie es da steht, in Größe L 8,9 Kilo. Und bergauf wirklich ein geiles Ding. Ich bergauf immer schön an den Leuten vorbeimarschiert und konnte da wirklich Top-Werte auch abliefern. Bergab haben sie mich dann wieder bekommen, aber das lag wahrscheinlich nicht am Fahrrad, sondern an meinen Fahrkünsten. Wie gesagt, solche Flow-Trails, die gingen ganz gut, die haben mir gut gelegen, dem Fahrrad optimal. Und wenn es dann zu verblockt war, zu viele Steine auf dem Weg lagen, dann kommt man auch, denke ich mal, mit dem Hardtail schnell an seine Grenzen. Was jetzt aber nicht gegen das Fahrrad spricht, sondern einfach, das Fahrrad war vielleicht für das Event ein Ticken überfordert, ich vielleicht auch. Oder was heißt vielleicht? Auf jeden Fall. ja, aber alles in allem war es eine Top-Angelegenheit, ein Top-Event. Top-Leute getroffen, Spaß gehabt und mit dem Fahrrad sowieso. Es macht einfach Spaß, im Wald rumzuheizen. Ja, was ich ganz vergessen habe zu erzählen über das Fahrrad. Und zwar ist es super agil und handlich durch das leichte Gewicht. Man kann in engen Kurven das Hinterrad gut versetzen und so seine Linie bestimmen.
Also es ist wirklich, wirklich enorm vorteilhaft, dass das Ding so leicht ist. Was noch hinzukommt, in den Abfahrten ist es auch sehr fahrstabil und man kann auch höhere Geschwindigkeiten mit dem Ding ohne irgendwelche Ängste fahren. Das ist von Vorteil, wenn man Highspeed mag, Highspeed im Gelände. Ich bin hier gerade eine Abfahrt runtergefahren, da war jetzt nicht so Highspeed angesagt, weil hier haben die Bauarbeiter richtige Verwüstung angerichtet. Die Baumfellarbeiten sind hier wirklich fortgeschritten. Borkenbefall oder Borkenkäferbefall besser gesagt. Ich kann euch mal hier ein bisschen die Strecke zeigen, die ich gerade runtergefahren bin. Ja, ich bin froh, dass ich heil unten angekommen bin, weil es ist immer noch feucht, rutschig, weil die ganzen Sandsteine, die hier rumliegen und die Tannenzweige und Äste, die sind ultra feucht noch und es ist eine Rutschpartie eigentlich. Die Reifen haben dafür einfach zu wenig Grip. Ich kann euch mal das Profil jetzt zeigen hier, wie sich das festgesetzt hat. Vorne geht es dann noch einigermaßen, aber das setzt sich so schnell zu, das Profil. Aber ist halt dem Terrain geschuldet. Ist jetzt nichts Schlechtes über das Fahrrad oder über die Reifenwahl. Die Reifenwahl war für Schotter, für trockene Belege ist optimal, wirklich. Man hat gut Grip, nur halt in den Abfahrten, wo es schmierig ist, wo es sandig ist. Hier mit dem Sandstein und dem Lehmboden, was wir hier haben, ist halt, ja, da setzt sich, glaube ich, jeder Reifen nach einer Zeit zu. Muss man einfach frei fahren dann. Genau. Was kann ich euch noch über das Fahrrad erzählen? Eigentlich habe ich alles gesagt. Ich würde mir das Ding sofort kaufen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der sich da so eine Race Hardtail sucht. Vergleicht es auch mit anderen. Aber es ist eines der leichtesten und bestausgestattetsten Fahrräder in dem Segment. Ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass ich das machen konnte. Ich fahre jetzt hier noch meine Runde zu Ende durch den Wald. Wollte euch gerne fragen nach eurer Meinung. Was haltet ihr von dem Fahrrad? Würdet ihr euch das Ding kaufen? Gefällt es euch? Gefällt euch die Lackierung? Ich würde mich auch interessieren, ob euch das Format so gefällt, wie ihr das hier gesehen habt. Und ob ihr mehr davon sehen wollt. Wollt ihr mehr Tests von Fahrrädern sehen? Wollt ihr Teile oder Videos über Technik sehen? Vielleicht auch Bike-Setups, wie ich zum Beispiel das beim Race Across Germany verwendet habe oder bei meinen Bikepacking-Touren über die französischen Alpen. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Hinterlasst ein Like und schreibt auch in die Kommentare, ja, wie euch das Bike gefallen hat, wie euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, abonniert den Kanal und ich schaue mir die Kommentare an und dann gucken wir schon, was wir da auf die Reihe kriegen. Und ich bin jetzt raus. Viel Spaß!